Meine Damen und Herren, Tech Party, Europahaus versus Silicon Valley. Ich freue mich sehr, dass ich dieses Panel heute moderieren kann. Es ist ja seit Anfang des Jahrtausends, schauen wir beim Thema Startups und Techs fast ehrfürchtig und reflexhaft in Silicon Valley. Denn dort spielt irgendwie gefühlt die Musik. Und dort werden auch die weltumspannenden Plattformen und Ökosysteme gebaut. Denn wir fühlen immer, dort wird groß gedacht und auch Großes gemacht. Denn die größten Unternehmen der Welt sind heute nahezu fast alle Tech-Unternehmen und sie kommen auch von dort. Und sie beherrschen uns und faszinieren uns gleichermaßen. Wir lieben und nutzen die Produkte von Google, Apple und Facebook. Und gleichzeitig fürchten wir, dass sie alle über uns wissen. Und vor allem wissen wir nicht mehr, was sie alles wissen. Und in Europa, so das Klischee, bleibt uns nur die Rolle des Nutzers, der sich gleichzeitig manchmal so ausgeliefert fühlt. Richtig große Player und Plattformen haben wir nicht erschaffen. Unsere Startups bleiben entweder klein oder Copycats. Und jeder Versuch, eigene Ökosysteme zu erschaffen, sind bisher vergeblich oder stecken geblieben. Aber stimmt dieses Klischee? Und vielleicht können wir ja doch etwas tun, um das zu ändern und technologisch Schritt zu halten. Und ist der Blick in die USA vielleicht nicht auch zu reflexhaft und müssen wir nicht längst nach China gucken? Was sind also die Western von gestern und was müssen wir für die Zukunft tun? Darüber wollte ich heute sprechen mit Donata Hopfen, CEO der Datenplattform Verimi, und mit Philipp Justus, Vice President Central Europe von Google. Donata Hopfen startete ihre Karriere bei Accenture und sie war seit 2003 bei Axel Springer, zuletzt 3 Jahre als Vorsitzende der Verlagsgeschäftsführung der Bild-Gruppe. Und davor hat sie jahrelang die Digitalaktivitäten von Bild aufgebaut, auch sehr erfolgreich, unter anderem dieses Bezahlsystem Bild Plus, und ist jetzt ganz frisch erst zu dem Startup Verimi gegangen. Philipp Justus leitet das Geschäft von Google in Zentraleuropa. Sie sind seit 2013 dort bei Google, davor haben Sie das Dachgeschäft geleitet und Sie kennen eigentlich die Tech-Welt der USA sehr, sehr gut. Sie haben Stationen bei eBay gemacht, das eBay-Geschäft hier aufgebaut und waren auch bei PayPal. Also Sie kennen diese Welt in- und auswendig. Ja, ich möchte einfach mal anfangen. Wir kennen uns ja, also wir duzen uns, ist ja auch Tech, bei Tech duzt man sich ja immer, ich glaube, ihr duzt euch auch, vielleicht machen wir so ein Tages-Du gleich, müssen wir mal gucken, wie man das hinkriegt. Verimi, viele werden das gar nicht kennen, was Verimi macht. Das wurde ja beschrieben, so als deutscher, als digitaler Generalschlüssel für das Internet oder so neue deutsche Datenallianz. Was machst du genau bei Verimi? Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist tatsächlich heute mein erster Auftritt für Verimi. Insofern ein bisschen eine Generalprobe, ob die Geschichte jetzt auch so verständlich ist, wie ich sie erzähle. Verimi ist gegründet worden von den deutschen großen Industrieunternehmen Allianz, Daimler, Deutsche Telekom, Deutsche Bank, Lufthansa, Axel Springer und einige andere, unter anderem auch die Bundesdruckerei, mit dem Ziel, eine zentrale europäische Login- und Identitätsplattform zu bauen. Die Idee ist, dass die Nutzer sich einmal bei Verimi einloggen, ihren Benutzernamen und ihren Kennwort festlegen und dann alle möglichen Konten von den eben genannten Gesellschaftern, aber auch weit darüber hinaus, diesem Login-Service zuordnen. Das heißt, man legt sich einmal an und verbindet seine Reisekonten der Lufthansa, der Car2Go's, Axel Springer, Paid Content, Deutsche Bank, Bankkonto, Allianz und wer alles dabei ist, mit diesem Dienst, sodass man ganz einfach mit einem einfachen Login und einem ganz einfachen und sicheren Sign-on alle Dienste nutzen kann. Warum glauben wir, dass das wichtig ist? Wir glauben, dass das ganze Thema Daten gerade an Relevanz gewinnt. Geschäftsmodelle bauen sich ausschließlich auf Daten. Google ist ein Beispiel, Amazon, Facebook und Apple sind gute Beispiele. Damit wird wahnsinnig viel Geld verdient. Damit wird aber auch an vielen Stellen sehr viel Unklarheit geschaffen. Die Menschen hinterlassen ihre digitalen Spuren durch das Benutzen des Internets. Keiner hat Transparenz darüber, wo eigentlich welche Datenspuren entstehen. Und vor allem hat der Nutzer keine Hoheit und Transparenz über die Daten, die von ihm verwendet werden. Verimi, das ist bei euch besser. Verimi hat das Versprechen, sicher, transparent und einfach zu sein, sodass jeder Nutzer, der den Verimi-Service nutzt, 1:1 nachvollziehen kann, wo die Daten verwendet werden. Der Nutzer hat die Möglichkeit, alle möglichen Zustimmungen zur Datennutzung rauszunehmen und er wird die Datenhoheit zurückgewinnen. Wenn ich eine Analogie bringen darf, Verimi steht in dem Datenkontext ungefähr so wie die Musikindustrie Anfang der 2000er Jahre.
Wir hatten Anfang der 2000er überhaupt kein Verständnis für das Thema digitale Musik. Es gab viele Plattformen, auf denen man Musik miteinander geteilt, getauscht oder auch geklaut hat. Das war zu dem Zeitpunkt total normal, weil es auch keine Alternative gab. Und es hat eine lange Zeit gedauert, bis der Zeitgeist sich geändert hat, bis die Gesetzgebung sich geändert hat und bis es vor allem Alternativen gab, legal Musik zu kaufen. Es hat den Weg von der klassischen CD und einem Album zu der MP3 gebraucht, dann den Weg von Apple zu einem Store und später hat es dann Spotify geschafft, dieses Geschäftsmodell komplett neu zu ordnen. Und ich glaube, dass das ein sehr guter Vergleich für das ist, was wir mit Varying machen wollen. Wir wollen den Menschen im Zeitgeist in Europa ein Gefühl dafür geben, dass ihre Daten was wert sind. Wir wollen sie ihnen zurückgeben und sie in die Eigenverantwortung setzen, mit ihren Daten nur sinnvolle Sachen zu tun und zu verfolgen, wer die Daten wo verwendet, weil wir glauben, dass der Zeitgeist sich gerade ändert und weil es in 5 bis 10 Jahren werden wir genau wie in der Musikindustrie zurückblicken und uns fragen, wie wir so arglos mit unseren Daten umgehen konnten. Denn wenn man im Internet unterwegs ist, dann ist es doch erstaunlich, was das Internet alles über einen persönlich als Nutzer weiß. Das heißt, ich logge mich immer bei diesen Services ein, außer ich kaufe was bei Amazon oder außer ich bin bei Facebook oder außer ich google etwas. Sonst praktisch der Rest. Aber das alles, was er also nimmt ja großen Teil meines Tages ein. Oder kann ich mich auch bei Amazon dann einloggen? Also wir sind ein Startup und wir stehen am Anfang. Die Kooperation mit Amazon wäre jetzt noch zu diskutieren. Ich persönlich glaube, dass wir uns jetzt erstmal darauf fokussieren müssen, aus Deutschland heraus in Richtung Europa zu denken, bevor wir dann die Weltherrschaft einnehmen werden. Wir denken groß. Unser Thema ist Mut. Unser Thema ist nicht hinnehmen, dass diese Märkte schon verteilt sind. Und wir werden sehen, wie das Spiel ausgeht. Aber nicht ausgeschlossen, dass Sie Varying auch irgendwann in den USA nutzen können. Das ist ja zumindest schon mal schön, weil wir hatten ja vorhin kritisiert, dass zu wenig groß gedacht wird in der Tech-Industrie. Wenn ihr sagt, ihr denkt groß, das ist sehr schön. Trotzdem darf ich vielleicht mal die Frage stellen, der Plan wird so beschrieben als der bisher ambitionierteste Versuch, einen Gegenpol in Europa aufzubauen. Nun sind ja frühere Versuche, so Plattformen hier aufzubauen, sind ja auch mal gescheitert, sei es bei WhatsApp, Mail oder Bezahlsysteme. Was macht ihr anders, dass es diesmal Erfolg haben soll? Ich glaube, grundsätzlich haben wir eine völlig andere Ausgangssituation. Der Fakt, dass sich die von mir eben großen Gesellschaften entschieden haben, gemeinschaftlich dieses Thema anzugehen, ist ein unglaublich großer Schritt, den wir in Deutschland so noch nicht gesehen haben. Dass die großen, teilweise DAX-Unternehmen entscheiden, dass sie dieses Spiel nicht alleine gewinnen können, sondern in Kollaboration in eine Gemeinschaft gehen, ist, glaube ich, die beste Ausgangssituation, die wir in diesen ganzen Themen jemals hatten. Gleichzeitig ist es ein privatwirtschaftlich organisiertes Konsortium. Die eben genannten Projekte sind gerne auch immer sehr staatlich und behördlich und theoretisch gedacht worden. Dieses hier ist sehr praktisch. Dazu passt der Zeitgeist. Ich glaube, dass dominante amerikanische Player, sehr dominant werdende asiatische Player und vielleicht eine Rückbesinnung auf unsere Stärke in Europa dazu führen, dass das Thema wirklich gut aufgesetzt ist, auch kommunikativ gut aufzusetzen ist. Und mit dem Commitment unserer Gesellschafter, ihre Kundenbeziehung in Varying zu überführen und den Kunden dieses Angebot zu machen, diese zentrale Plattform zu nutzen, ist eine bisher nie dagewesene Startposition für ein solches Thema. Deswegen bin ich davon überzeugt, und sonst hätte ich auch diesen Job nicht angenommen, dass wir eine echte Chance haben, das ins Ziel zu tragen. Ich glaube allerdings auch, dass es total alternativlos ist, das jetzt zu probieren, weil wir werden uns alle irgendwann fragen, warum haben wir uns nicht damals nochmal versucht, mit einer europäischen Lösung zu engagieren und uns nochmal gegen die Amerikaner aufzustellen. Wir haben die Stärke in Europa und die Zeit ist es jetzt nochmal zu machen. Deswegen, die Ausgangssituation war noch nie so gut. Und deswegen höre ich die Vergleiche zu den ganzen gescheiterten Projekten eigentlich nicht so gerne. Gut. Herr Justus, wie beurteilen Sie das, was Donata Hopfen macht? Na schön. Wie beurteilen Sie das, was Donata Hopfen macht? So lächeln Sie drüber und sagen, ja, dann baut mal schön eure Datenallianz. Ich finde das spannend, was Donata macht. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Aufgabe. Danke. Zwei Themen haben wir gerade gehört, die Zielsetzungen sind. Ich habe einmal das Ziel gehört, es Nutzern zu erleichtern, die wahnsinnig viele Nutzerkonten haben, sich möglichst einfach bei verschiedenen Konten dann auch anzumelden. Also wenn ich 20, 30, 40 verschiedene Dienste habe, ist, glaube ich, eins der Ziele, was ihr verfolgt, einen gemeinsamen Login-Schlüssel zu haben, dass ich mich einmal anmelde und dann viele Dienste nutze. Und das kann ich aus einer Nutzersicht sehr gut nachvollziehen. Das würde mir das Leben vereinfachen. Das zweite Thema, was ich gehört habe, ist Transparenz zu schaffen darüber, wo eigentlich meine Daten genutzt werden,
Einwilligung zu geben und sie wieder zurückzunehmen und vielleicht eben auch damit in einer besseren, sozusagen am Steuerrad zu sitzen, was die Nutzung meiner Daten angeht. Und das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich glaube, das ist was, das wir alle als Nutzer gerne haben. Übrigens haben wir beide Themen auch bei Google ganz groß auf dem Bildschirm. Insofern sind das für uns keine ganz neuen Themen. Aber erstmal finde ich das als Initiative begrüßenswert, wenn es um Erleichterung von Themen wie Login für Nutzer geht und Transparenz über Daten. Erleichterung beim Login, das ist ein Thema, das haben wir nennen das Single Sign-On. Das ist ein Dienst, den auch wir anbieten, den bieten auch andere Internetunternehmen an. Und das ist was, da müssen sich halt Unternehmen entscheiden, möchte ich das sozusagen mit Verimi machen oder mit Google oder mit Facebook. Da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, das zu tun. Am Ende ist das natürlich auch eine Frage, was möchte der Nutzer eigentlich? Ja, möchte der Nutzer das lieber sozusagen in einer Lösung, die aus Deutschland kommt oder lieber bei einer Lösung, wo er vielleicht sein Gmail-Konto schon hat oder vielleicht bei Facebook, weil da die sozialen Freunde sind. Das muss man halt schauen und abwarten, wie sich das am Markt ergibt. Das Thema Datentransparenz, wenn ich das noch dazu fügen darf, das ist uns auch seit vielen Jahren ein Anliegen. Bei uns ist das ganz einfach einsehbar. Welche Daten Google über mich als Nutzer hat, kann ich auf mein Konto einsehen. Da kann ich auch an- und ausstellen. Da kann ich sagen, diese Daten möchte ich wieder löschen aus meinem Suchverlauf oder ich möchte gar keinen Suchverlauf haben. Ich möchte meine Daten mitnehmen zum anderen Anbieter. Also super Ziel. Das Ziel kenne ich und das haben wir in Produkten auch bei uns schon am Laufen. Ich habe das übrigens neulich mal gemacht. Ich habe neulich mir den Spaß gemacht und ich fand es am Ende wirklich nicht lustig, ehrlich gestanden. Ich habe mir meine Datenhistorie in dem Google-Suchprodukt angeguckt und ich sag's mal pointiert, ich hätte nicht besser Tagebuch schreiben können. Was Google über mich weiß in unterschiedlichen Lebensphasen, was ich gesucht habe, Menschen, Marken, Reisen, Rezepte oder Medikamente, das ist schon erstaunlich, was man da findet. Und ich finde es beeindruckend und ich habe große Hochachtung dafür. Ich glaube halt nur, dass es nicht jedem transparent und bekannt ist, dass das so da ist und das ist eben eines der Propositions, die Verimi angehen wird, das Ganze transparenter zu machen. Vielleicht wird es ja irgendwann auch Biografien geben, die nur noch der Ausdruck von unseren Daten sind. Das wird mal ganz interessant. Ich meine, Google kriegt es ja von vielen Seiten dicke im Moment. Also es gibt diese Diskussion um Steuerfragen, Streit mit der EU-Kommission. Was entgegen Sie denn diesen Leuten, die gleichzeitig einerseits sorglos mit ihren Daten umgeben, aber auch Dominanz und Angst vor dieser Datensammlerei und Datenwut haben. Können Sie das verstehen oder was sagen Sie denen? Also erstmal emotional kann ich das gut verstehen, dass ich als Nutzer wissen möchte, was mit meinen Daten passiert. Und wenn ein Unternehmen so groß ist wie Google das ist und so viele Dienste anbietet, kann ich auch verstehen, dass wir besonders viele Fragen bekommen. Die erste Antwort darauf ist, wir haben solche Transparenztools, mit denen du schauen kannst, was mit deinen Daten passiert. Alle unsere Produkte sind auch anonym nutzbar, damit vielleicht ein Suchverlauf gar nicht erst entsteht. Alle unsere Daten sind mitnehmbar zu anderen Diensten und das ist bei uns auch ganz stark Philosophie. Wir glauben übrigens nicht an eine Login-Allianz, sondern an eine Mitnehmmöglichkeit von eigenen Daten. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Alles, was wir an Internetdiensten anbieten, muss so sein, dass es möglichst einfach ist, auch zum nächsten Dienst zu gehen. So, wir haben natürlich als großes Unternehmen die Verantwortung, das vielleicht besser zu kommunizieren, transparenter zu machen und Menschen auch die Befürchtung, die sie vielleicht haben, zu nehmen. Jetzt mal so ein bisschen von der Datendiskussion, es geht ja auch um Innovation, so ein bisschen weiterzuführen. Donata, du hast ja wirklich echt einen guten Job aufgegeben dafür, zu so einem Startup zu kommen. Was treibt dich an? Was hat dich dazu bewogen? Also warst du davor bei... Ja, Springer und hast da einen ziemlich guten Job. Ja, ich habe da einen ganz tollen Job gehabt, den ich auch sehr gerne gemacht habe. Und trotzdem muss ich sagen, hat mich eigentlich immer fasziniert, den Wandel zu gestalten. Und ich habe in den letzten 3 Jahren bei Bild die Gesamtverantwortung gehabt, auch sehr viel Verantwortung für Print. Du bist ja auch aus der eher auf Papier befindlichen Journalie. Und da ist jetzt aus meiner Sicht die Möglichkeit für das Gestalten von Wandel zukünftig vielleicht nicht ganz so möglich, wie ich mir das für meine persönliche Karriere vorgestellt habe. Und die Möglichkeit, hier jetzt nochmal so ein unglaublich gut gefundetes und ausgestattetes Unternehmen mit aufzubauen und an einem so wesentlichen Thema zu arbeiten, das hat mich von Anfang an total fasziniert und das deckt sich auch total mit meiner Wertevorstellung. Also ich habe von diesem Projekt gehört, ich bin darauf angesprochen worden, ob ich da mich vorstellen könnte zu engagieren und vielleicht klingt das pathetisch, aber ich habe dann auch gedacht, wenn ich jetzt da Nein sage, dann ist das vielleicht ein Thema, was ich irgendwann bereue, weil ich bin der Meinung, wir müssen das jetzt nochmal probieren, alle gemeinsam. Wie ich sagte, ich halte die Ausgangssituation für sehr, sehr gut
Und ich war dann sehr schnell davon überzeugt, dass das eigentlich genau mein Thema ist. Ja? Und wir wissen, es ist ein Startup, da hat man das Risiko, dass es in die eine Richtung funktioniert, in die andere nicht. Da muss man sehr agil und flexibel sein. Das sind eigentlich alles Dinge, die mich total faszinieren. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, ich war wirklich lange bei Axel Springer und bin letztes Jahr 40 geworden und habe für mich festgestellt, ich möchte echt nochmal einmal richtig angreifen. Mhm. Und so eine Chance dann zu bekommen, ja, das hat mich dann schon sehr geehrt, ehrlich gestanden. Schön, richtig angreifen. Was ist denn so, es wird ja viel geschrieben über die deutsche Tech-Szene oder auch die Tech-Szene in Europa. Was sind denn so die größten Probleme und Herausforderungen, die du in den letzten Wochen hattest bei diesem Aufbau und die so auf dich zukommen? Ist das Finanzierung, ist ja eher so nicht dein Thema, sind das Fachkräftesuchen? Es gibt wenige Startups, die das sagen können, ne? Finanzierung ist nicht so mein Thema. Nein, ich glaube, wir brauchen Mut und große Denke. Mhm. Wir haben hier in Europa immer das Problem, dass wir zu klein denken, aufgrund der kulturellen Vielfalt, der Sprachvielfalt und unsere Kultur und unser Umgang, der sieht eben nicht vor, dass wir sofort die Weltherrschaft einnehmen wollen, anders als die Amerikaner das machen. Ja? Und ich glaube, mutig sein, unkonventionelle Wege gehen, teilweise auf Hypothesen basiert arbeiten und nicht alles zu 100% sicher planen können, das sind Themen, die uns hier umtreiben werden. Dazu sind wir dabei natürlich, uns ein Team aufzubauen. Ich suche immer noch gute Leute, eines der ganz großen Themen. Berlin ist mittlerweile auch ein wirklich sehr umkämpfter Markt. Aber ich glaube, dass wir hier sehr gute Ausgangsbedingungen haben und ein Stück weit natürlich auch uns mal ein bisschen abschauen, wie die Amerikaner und auch die Asiaten das machen, dass man wirklich breit angreift und versucht, eine große Geschichte zu erzählen, damit man entsprechend dann auch Fantasie und Vision entwickelt. Und was, wenn Sie so einen Wunschzettel hätten, was würden Sie da draufschreiben? Also was bräuchte es mehr, um wirklich so groß zu werden, wie du dir das jetzt wünschst? Willst du ein bisschen nachdenken? Oder? Ja, ich denke kurz nach. Das muss man ja sich ein bisschen vorbereiten. Mhm. Das deutsche Ökosystem, jetzt als Vertreter, also einerseits als Deutscher, aber als Vertreter eines Unternehmens, was ja praktisch die Weltherrschaft hat, wie nehmen Sie das wahr? Sind wir wirklich so abgehängt, wie wir manchmal glauben, oder sind wir doch besser als unser Ruf? Da gibt es zwei Sichten drauf. Die erste Sicht darauf ist, wir haben eigentlich ganz tolle Unternehmen, über die viel zu wenig gesprochen wird. Ich meine jetzt rein digitale Startups, die inzwischen nicht mehr klein, sondern groß und erfolgreich sind. Und da möchte ich Unternehmen hier aus Berlin nennen wie Delivery Hero. Viele von Ihnen haben vielleicht schon mal vom Fernseher gesessen und gesagt, jetzt möchte ich ganz gerne eine Pizza haben und ich möchte sie auch geliefert bekommen und dann bei Lieferheld oder anderen Diensten, die dazugehören, eine Pizza bestellt. Und die sind wahnsinnig erfolgreich. Die haben einen tollen IPO hingelegt. Die sind eigentlich auch eine inzwischen europäische Plattform- und Erfolgsgeschichte und nicht nur eine deutsche, haben groß gedacht, toll exekutiert. Und davon gibt es eine ganze Reihe von deutschen Beispielen. Also ich glaube, es gibt Leuchttürme, es gibt auch erfolgreiche, die profitabel sind, wachsen, IPOs gemacht haben. Komischerweise werden die in Deutschland etwas weniger gefeiert als vielleicht in den USA. Wenn es in den USA einen großen IPO gibt, dann steht das wirklich auf jeder Zeitung und jeder Blog ist voll davon und jeder hat das irgendwie mitbekommen. Ich weiß nicht, wie groß in Deutschland mitbekommen worden ist, als Trivago an die Börse gegangen ist oder wie gesagt Delivery Hero. Und das ist eigentlich schade, denn es ist nicht so, dass die letzten tollen Startups in Deutschland vor 40, 50 Jahren entstanden sind. Es gibt eine ganze Reihe neue. Aber es ist auch richtig, dass die Menge der Startups aus Deutschland, die erfolgreich sind und wachsen, kleiner ist als proportional gesehen auf die Wirtschaftsgröße und Bevölkerung gerechnet als in den USA. Und da brauchen wir ein größeres Ökosystem. Das Ökosystem braucht mehr Finanzierung, braucht mehr Kapital für Wachstum. Wie kriegen wir das denn hin? Also Finanzierung, das höre ich immer wieder so. Also am Anfang, die ersten paar Millionen, die kriegt man in Deutschland noch. Man kriegt auch 10 Millionen, aber also ab 50 ist Schluss. Ich glaube, da müssen wir vielleicht unsere Mitgastgeber, die Deutsche Bank, ein bisschen danach fragen, wie das mit Krediten und Finanzierung aussieht. Da bin ich nicht der Experte. Ich habe auch noch kein Fundraising selbst betrieben. Aber was ich höre, ist in der Tat, dass sozusagen die erste Runde an Angel-Finanzierung ganz gut funktioniert, auch in Berlin gut funktioniert. Nur wenn es dann darum geht zu sagen, ich möchte mein Geschäft skalieren und brauche jetzt 20, 50 oder 100 Millionen Euro dafür, dass es dann sehr viel schwieriger wird. Und da brauchen wir, glaube ich, auf Investorenseite mehr Mut. Und dazu gehört auch erstmal das Verständnis, dass viele von den Dingen am Ende nicht funktionieren werden. Und da braucht man eine gewisse Bereitschaft zu sagen, ich habe ja ein Portfolio von 10, 20, 30 Investments und davon werden einige funktionieren und groß, aber nicht alle. Mhm. Das ist gelerntes sozusagen ist die Mathematik der Beteiligungsfinanzierung, die ist in den USA, glaube ich, sehr gelernt und hier noch etwas weniger.
Das Zweite, was wir brauchen, ist, und das höre ich von vielen Startups, Modelle für Mitarbeiterbeteiligung. Das ist eher ein steuerliches Modell oder eine steuerliche Frage, muss man eigentlich sagen. Es ist in Deutschland viel schwerer für ein Startup, Mitarbeiter vernünftig über Anteile, Optionen, Aktien, Gesellschaftsanteile am Erfolg zu beteiligen. Und das ist ein wichtiges Instrument, denn Startups haben typischerweise erstmal wenig Geld und wollen ihre Mitarbeiter auch durch sozusagen eine Partizipation am Erfolg incentivieren. Da kommt in Deutschland und schlicht sofort die Steuer zu, wenn sie die Anteile bekommen. Das ist in den USA anders. Das könnte man relativ leicht ändern und hätte vielleicht da die Möglichkeit, das zu machen, was auch in den USA und in England und anderswo getan wird. Und das Dritte ist, glaube ich, wir brauchen in der Breite viel mehr digitale Skills. Ich höre doch immer noch von amerikanischen Unternehmen die Frage, wenn sie in Europa investieren wollen, wo gibt es denn genügend Talentpools? Und da fällt zunehmend die Antwort Berlin, aber nicht ausschließlich. Ich glaube, wir sind hier in einem Wettbewerb und brauchen größere Pools von digitalen Skills, damit das Ökosystem hier schneller in Fahrt kommt. Mhm. Frau Weidenfeld, bevor Sie das Publikum reinholen, Donata durfte ganz kurz noch Ihren Wunschzettel zu Weihnachten und für die nächsten Jahre zur Weltherrschaft vortragen. Genau, also ich habe kurz mir den aufgeschrieben, ist auch kurz vor Weihnachten. Ich denke, wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre, dass wir auf der einen Seite eine Einigung im Markt haben und ein Einverständnis darüber erlangen, dass es darum geht, jetzt gemeinschaftlich gegen oder für Europa und eher in Abgrenzung zu den Amerikanern und Asiaten uns aufzustellen. Das heißt, Einigung in Europa wäre, glaube ich, wichtig, was diese ganzen Themen E-Identity angeht, die im Prinzip die Endstufe der Verimi sind, nämlich die meine digitale Identität im Netz. Ich glaube, die ist hoheitlich und müsste in Europa bleiben. Darüber bräuchten wir Einigung. Dafür bräuchten wir auch politische Rahmenbedingungen und es müsste, wir müssten möglich sein, für diese deutschen europäischen Lösungen tatsächlich erleichterte oder leichtere Einführungsbedingungen zu bekommen, als sie aktuell sind. Und aus meiner Erfahrung um die Einführung von Paid Content bei Bild, die eine Branche verändert haben, meiner Ansicht nach, würde ich mir kommunikativen Support wünschen. Weil was haben wir gemacht? Wir haben eine Branche revolutioniert und die eigene Branche hat uns alles gewünscht, aber nichts Gutes. Und so haben sie auch kommuniziert. Ich glaube allerdings, dass wir uns auch kommunikativ alle darüber einig sein müssen, dass solche Lösungen, egal ob das jetzt Verimi ist oder andere Startups, eine Chance verdienen und wir eigentlich in der Kommunikation der Themen eher von der positiven als von der negativen Seite kommen müssten. Und ich glaube, das würde nicht nur für Verimi, sondern insgesamt für die digitale Welt in Deutschland und Europa einen Riesenunterschied machen. Kurze Nachfrage noch, wie wollen Sie denn die Franzosen und Spanier alle auf diese Plattform kriegen, also was eine deutsche Datenallianz ist, aber sie soll ja auch nicht nur die Weltherrschaft, sondern auch in Europa zum Beispiel akzeptiert werden. Was wäre da der nächste Schritt? Wir sind schon in Gesprächen mit unterschiedlichen Playern in anderen Ländern. Mhm. Wir haben für uns vorgenommen, jetzt mal die Blaupause in Deutschland zu liefern und dann ganz schnell in andere europäische Märkte zu expandieren. Das kann durch ein ähnliches Setup wie der Verimi in dem jeweiligen lokalen Markt passieren. Das kann durch das Verbünden mit anderen Initiativen sein oder es kann über sehr E-Identity getriebene Prozesse wie Behörden sein. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten für die unterschiedlichen Länder. Und ich glaube, wir wissen alle, wie vielfältig Europa ist. Da gibt es jetzt nicht eine Strategie, die für alle funktioniert, sondern das werden wir Land für Land vorgehen und haben da auch von der Politik schon sehr gute Signale bekommen, dass die bereit wären, das breit zu unterstützen. Ja, vielen Dank. Nur ganz kurz, weil das Panel kurz ist und weil in 5 Minuten ja die Kaffeepause beginnen soll. Es gibt einen ganz eindeutigen Trend, bei fast allen anderen Panels war es anders. Da gab es viele Argumente, viele Fragen und viele Details. In diesem Fall geht es aber fast allen um Asien. Also Tencent, was ist mit Asien? Gucken wir in die falsche Richtung, wenn wir uns über die Positionierung Europas Gedanken machen? Das vielleicht einfach für die Schlussrunde, damit wir dann das auch adressiert haben. Die anderen Fragen, da bitte ich um Entschuldigung, müssen wir dann in der Kaffeepause bilateral diskutieren. Möchten Sie anfangen vielleicht? Vielleicht 2 Worte dazu. Super Frage. Wir gucken ganz viel nach Asien, weil wir da viel Inspiration bekommen, wohin die Reise auch für uns geht, weil sich in Asien ein ganz eigenständiges, auch digitales sozusagen Ökosystem entwickelt hat mit eigenen Spielern, auch eigenen Kundenanforderungen. Ganz viel getrieben dadurch, dass zum Beispiel in China, aber auch in Korea, auch in Japan, Kunden ganz andere Dinge von ihren Diensten wollen. Es hat sich ein Ökosystem von eigenen Chat-Anwendungen gebildet, in dem man auch suchen und bezahlen kann. Das ist sehr spannend. Wir gucken ganz viel dahin. Eine Anmerkung möchte ich noch dazu machen. Die Frage war ja so ein bisschen positioniert als Europa versus Asien. Also die Überschrift unseres Panels ist Tech Party Europahaus gegen Silicon Valley.
Ich kenne Partys eigentlich so, dass die besser sind, wenn man mit unterschiedlichen Leuten zusammen feiert. Also mein Vorschlag an der Stelle wäre Europahaus und Silicon Valley, vielleicht sogar auch gemeinsam mit Asien. Denn in unserer Tech-Welt geht es nicht darum, ist kein Fixed Pie, in dem nur einer wachsen kann und der andere nicht. Wir bauen ganz viele neue Dinge und die besten Dinge entstehen in Partnerschaften. Donata, vielleicht noch, ist tatsächlich das tatsächliche Login, dass Europa eher so ein Login zwischen Asien und USA erlebt? Ja, ich würde gerne noch einmal auf die Frage tatsächlich nach den asiatischen Märkten antworten. Ja, ich finde total faszinierend, wie die Asiaten sukzessive aufholen und man mag über ihr politisches System denken, was man möchte. Ich sehe es selber sehr kritisch, aber die langen Zyklen, in denen die planen und die große Anzahl an Einwohnern, die asiatischen Märkte haben, werden auf der Landkarte oder werden auf der digitalen Landkarte eine immer größere Rolle spielen. Wenn man sich anguckt, wie man heute in den mobilen Geräten kommuniziert, dann sind da wahnsinnig viele Emojis, also diese Zeichen dabei. Das ist 1:1 aus den asiatischen Märkten übergeschwappt. Das merkt nur keiner. Und ich halte die asiatischen Märkte für total wichtig und wesentlich, wenn wir uns Entwicklungen angucken. Dadurch, dass die viele Entwicklungsstufen übersprungen haben und direkt in die mobilen Anwendungen reingegangen sind, sind die teilweise viel, viel weiter, weil sie auch keine Rücksicht auf Verluste haben. Und natürlich sehe ich uns in Europa in diesem Lock-in zwischen einer Welle, die aus dem Westen und einer, die aus dem Osten kommt. Und jetzt ist aus meiner Sicht wichtig, dass wir da jetzt nicht digital kolonialisiert werden, sondern dass wir da in der Lage sind, unsere eigenen Philosophien zu entwickeln und jetzt zu Selbstbewusstsein zurückfinden und eigene Lösungen anbieten. Welches dieser Unternehmen, Tencent, Alibaba, beeindruckt dich eigentlich am meisten von dem, was sie aufbauen? Mich Alibaba. Alibaba. Ich finde, die haben mit ihrem gesamten Setup das ähnlich gut gemacht wie Amazon, wenn nicht sogar besser. Der Bezahldienst Alipay ist weitestgehend verbreitet dort und ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Auch wenn mir persönlich die Kultur, ich habe mir die vor Ort angeguckt, die Kultur ist mir fremd. Ja, aber ich finde es besonders interessant, auch WeChat mit diesem unglaublich breiten Messenger-Dienst, der so präsent ist und wo die Menschen schon ihre Bezahlungen über den Messenger abfahren. Das ist schon echt beeindruckend. Mhm. Zum Schluss noch aus Sicht von Google, welches der chinesischen Giganten wird so als Herausforderer oder vor wem hat man am meisten Ehrfurcht? Ich glaube, das steht mir nicht zu, auf einem Panel zu sitzen und zu sagen, das größte, ehrfürchtigste Unternehmen für Google ist X. Die Dienste, die du gerade beschrieben hast, sind alle toll, muss man sagen. Alibaba hat einen super Job gemacht. WeChat ist aus den genannten Gründen spannend. Überhaupt ist, wenn man jetzt mal schaut auf den Handel, auf E-Commerce, vieles in China schon viele Schritte weiter als bei uns, inklusive wie schnell man sich Dinge nach Hause bestellen kann. Also in einer Stunde per Mofa ausgeliefert nach Hause ist dort für den chinesischen Konsumenten und die chinesische Konsumentin die Erwartungshaltung, dass man das über Chat macht und dann eine Stunde später das Produkt hat. Also da können wir auch, glaube ich, sehen, was die Kundenerwartungen vermutlich auch in Deutschland in ein paar Jahren sein werden. Und die sind weiter als in den USA. Donata Hopfen, Philipp Just, vielen, vielen Dank für dieses Panel. Vielen Dank für den Mut und Aufbruch. Und danke, dass du so groß denkst. Das finde ich sehr beeindruckend. Viel Erfolg dir bei dem Aufbau von Verimi. Danke. Vielen Dank und viel Erfolg bei der Pause.